Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zum neuen Video. Und heute habe ich mal eine Nachricht bekommen vom PS3-Zocker, das bekommt man auch nicht jeden Tag. Und zwar lese ich euch die Nachricht mal vor und ihr könnt sie auch mal nachlesen. I Love Dope Lady hat mir geschrieben, wie ist es so, negativ zu sein? Du möchte gern YouTuber. Moin Moin! So, wenn man so eine Nachricht bekommt, ist man auf jeden Fall beim ersten Mal geflasht. So, dann habe ich ein bisschen überlegt, im Kopf geschaltet und habe dem natürlich dann etwas zurückgeschrieben. Pass mal auf. Moin Moin! Gut, danke! Viel Fun noch beim Grasrauchen. Dann habe ich meine Blockierliste ausgepackt und ihn blockiert. Jo, Moin Moin! Guten Dank! Vielen Dank beim Grasrauchen. Kann ich doch nichts dafür, dass du so schlechtes Material bekommen hast. Tut mir wirklich leid für dich, aber egal. So, wir machen heute mal wieder GTA offline und bin jetzt hier am Flughafen und bekomme keinen einzigen Fahndungsstern. Das ist natürlich so, wenn man sich diese Lagerhalle kauft namens Devin Weston. Devin Weston ist die Lagerhalle. Wenn man sich diesen Hangar kauft, dann hat man einen guten Vorteil. Man hat einen Hangar. Man kann sich nun endlich große Flugzeuge kaufen und man bekommt keinen eigenen Fahndungsstern. Lass mich mal in Ruhe, Jimmy. Ich habe deinen Vater getötet, mir doch egal. Ja, ich habe mich übrigens für Michael entschieden. Hier ist der Beweis. Genau, der gute alte Michael ist tot. Hab den umgebracht. Ich denke mal, es war das Richtige, weil... Ja, der hat mich einfach aufgeregt. Seine ganze Familie... Habe ich gedacht, gut, muss halt Michael dran glauben, ist die beste Lösung. So, weil jetzt können wir endlich auch mal mit diesen großen Passagiermaschinen fliegen, ohne gleich abgeknallt zu werden. Und so ein großes Teil, das können wir dann auch gleich irgendwo mal gekonnt in Szene setzen. Da freue ich mich jetzt auch schon, weil wer hat denn nochmal schon versucht, hier das Teil hier auf dem Mace Tower zu landen? Ja, noch keiner. Ich werde dieses riesige Passagierflugzeug auf dem Mace Tower landen. Ihr kennt ja alle dieses große Finanzgebäude. Und das ist relativ schwer, das Teil auf dem Mace Tower zu landen. Ich habe es bisher noch nicht versucht und werde das jetzt einfach mal machen. Wenn ihr ein Passagierflugzeug fliegt im Singleplayer, müsst ihr wirklich aufpassen, wie ihr das Flugzeug fliegt. Ihr dürft hier nicht einfach so Loopings machen, sondern ihr müsst das Ding gerade halten. Warum? Wenn ihr das Ding irgendwie nur ansatzweise falsch bedient, fallen die diese Düsen hier aus, diese vier Stück, die fallen dann einfach aus und ihr stürzt ab. Habe ich nämlich schon gemacht, habe hier mal ein bisschen Loopings gemacht. Oder wir machen was anderes. Wir rasen das Ding einfach mal in den Dingsbums, in diesen Atomic Wingler. So. Oh! Moin, moin! Ihr seht schon, die zweite Triebfläche ist jetzt schon kaputt. Ups. Dann was? Dann rasen wir das Ding einfach mal Richtung Windwurfschild. Und versuchen dann auch zu sla... Ja, jetzt los. Oh, nein! Nein! Ah, die Maschine sackt ab, die Maschine sackt ab, die Maschine sackt ab, die Maschine sackt ab! Oh! What the fuck? Das war Let's Play Together mit eurem YouTube Gamescom auf der PS3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!